Ihr wolltet es und Sef delivered Freihaus. Schon seit Jahren plagen mich die Kommentare mit den Fragen nach Franbone, wann ich es nun endlich mal spiele. Und da mir nichts Besseres einfällt und ich nichts weiter mit meiner Zeit anzufangen weiß, dachte ich, das ist doch die perfekte Gelegenheit, um heute mal reinzuschauen. Wir spielen pro Video, schätze ich mal, so wie ich das schaffe, ein Chapter durch. Wir müssen mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil, wie gesagt, das hielt sich in den Vorschlägen so lange Zeit. Es muss also verdammt gut sein. Ist so ein bisschen, ja, so ein dramatisches, horror-esque 2D-Side-Scroller, Point-and-Click. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, ihr spoilert mich nicht so sehr. Beziehungsweise, ich bitte euch drum, weil ich weiß, ihr kennt das Ding. Ich allerdings nicht. Ich schaue es mir jetzt hier zum allerersten Mal an und werde feststellen, was ich all die Jahre verpasst habe. Lasst ihr doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Entscheidung supportet und wenn ihr Bock habt auf dieses kleine Projekt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Alles ist in Ordnung. Es fühlt sich himmlisch an. Ich sehe meine Eltern. Sie sehen glücklich aus. Da gibt's doch gleich einen Twist, oder? Sie haben ein Geschenk für mich. Ich frage mich? Oh, eine Katze! So lieb und hübsch. Ach süß. So dunkel wie die tiefste Nacht. Es ist Mr. Midnight. Mein bester Freund. Elena und ich hatten ja auch letztens die schwarze Katze von ihrem Dad kurz aufgenommen, als er im Urlaub war. Wir essen zu Abend und Tante Grace sehe ich auch. Ich mag sie wirklich sehr. Es ist Freitag, meine Eltern gehen aus. Und ich bin mit der Katze allein zu Hause? Tante Grace kümmert sich gut um mich. Oh, süß, die Katze. Wir haben so viel Spaß. Und dann? Ich warte immer auf das Doch, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist Montagabend. Ich spiele mit Mr. Midnight. Aber irgendwas fühlt sich falsch an. Oh, da ist es. Falsch ist sehr, sehr optimistische Umschreibung. Seltsame Kreatur vom Fenster. Ich mag sie nicht. Sie macht mir Angst. Okay, what happened? Auf einmal höre ich etwas. Es ist Mama. Sie schreit. Ich will wissen, was los ist. Ein helles Licht strahlt aus dem Zimmer meiner Eltern. Oh oh. Ich nähere mich ihm. Und noch näher. Mama? Papa? Oh oh. Bitte nicht. Oh Gott! Mami? Papi? Was zum... Alright. Oder auch eben ganz und gar nicht. Wir flüchten uns in den Wald zusammen mit unserem einzigen Freund. Wir fühlen uns hilflos, verlassen und vollkommen verwirrt von dem, was da scheinbar passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich davon ausgehen soll, dass das alles irgendwie eine Metapher ist. Oder passiert das wirklich? Dunkle Gestalten nehmen uns auf. Fran, bitte folge meiner Stimme. Wenn ich bis drei zähle, wirst du aufwachen. Eins. Zwei. Oh. Eine Art Therapeut, ein Arzt? Drei. Fran, wie fühlst du dich? Boah, ich liebe diesen Art-Style. Okay, wir können hier die verschiedenen Antwortmöglichkeiten auswählen. Und ich muss vielleicht an dieser Stelle, ihr habt es eventuell gesehen, mal so eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe das ein wenig vergessen, aber der, ich sag mal, Einleitungsscreen hat dargelegt, dass es, hier vielfach um, ja, ich sag mal, schreckliche Szenen geht teilweise, auch, also um,
ja, Verletzung, um auch irgendwie sexuelle Misshandlung oder sowas in der Art. Also ich weiß nicht ganz, worauf das hier hinausläuft. Ich denke mal, das ist alles so eine Umschreibung von einer Geschichte, die jemanden vielleicht unserer Hauptperson, der Fran, irgendwie widerfahren ist. Keine Ahnung. Ich will euch nun Bescheid sagen, dass das vielleicht triggern könnte. Ich fühle mich, als würde ich sterben. Mir geht es gut. Boah, was wählen wir denn? Ich weiß nicht, ob es mir gut geht. Ich fühle mich, als würde ich sterben? Ja, ist alles weird, ne? Ich verstehe nicht, warum du mich dazu zwingst. Versuch dich zu beruhigen. Das ist Teil deiner Genesung. Meine Eltern sind tot. Genesung, kapierst du es nicht? Du Ärmste, alles wird gut, das verspreche ich dir. Es gibt so Momente, da sollte man diesen Satz irgendwie nicht sagen. Es wird nicht alles wieder gut irgendwie, oder? Besser? Dann lass mich gehen. Quatsch. Du wirst mich einfach hier behalten. Wir behalten dich hier, damit wir uns um dich kümmern können. Jetzt habe ich etwas für dich, Fran. Was ist es? Keine Ahnung, ob ich das in einer bestimmten Reihenfolge machen soll, ob das... Es führt ja eindeutig zu anderen Antworten, anderen Ausgängen dieser Dialoge, ne? Siehst du den Schreibtisch? Dort liegt ein kleines Paket für dich. Oh, das hier? Die Purse? Oder? Es ist von Tante Grace. Oh, nimm es. Ich mag Tante Grace. Oh. Das war der Geldbeutel meiner Mutter. Oh, wow. Öffne ihn, da ist etwas drin. Ein Brief. Fundsachen. Okay, ich kann Gegenstände benutzen, kombinieren oder eben mir näher ansehen. Benutze Tante Grace Brief. Brief auf. Wie geht das? Ich kann das nicht benutzen. Vielleicht sollte ich es untersuchen. Ach so, okay. Ah. Liebste Fran, hier ist die Geldbörse, die du so gerne magst. Ich dachte, du würdest sie gern haben wollen. Als ich an dich gedacht habe, habe ich mich erinnert, dass du gerne Dinge untersuchst, sie miteinander kombinierst. Ja, das ist das Stichwort. Ich hoffe, du wirst diese Geldbörse für immer behalten und benutzt sie und die Dinge, die du hineintust, gut. Vergiss niemals, dass die Kreativität die absolut größte Gabe ist, die du besitzt. In Liebe, Tante Grace. Ich soll also, wenn ich dem folge, kreativ denken, um Lösungen für Probleme in diesem Game zu erhalten. Und die Tasche ist sozusagen mein Inventar. Sie macht sich Sorgen um dich. Ich mache mir auch Sorgen. Weil ich nicht verrückt bin. Und trotzdem noch hier. Hör auf, du bist außer Rand und Band, junge Dame. Ich hab das alles so satt. Ich will einfach nur auf mein Zimmer gehen. Ja, du kannst gehen, aber vorher ist es noch Zeit für dein neues Medikament. Also sie ist schon eine Weile hier, right? Weil die Tasche war ja in den Erbsachen und die kennen sich offenbar auch irgendwie. Weil sie ja auch die Antwortmöglichkeit gegeben hat, dass sie das alles satt hat. Welches Medikament? Keine Medikamente mehr. Uff. Es heißt Duotin. Es macht, dass du ganz entspannt bist. Krankenschwester, wir sind bereit. Gibt's heute etwas Neues, Dr. Dern? Eigentlich nicht. Dieselben Visionen wie zuvor. Oh. Oder war das alles nur ein Traum? Bin ich in Behandlung, weil ich diese schrecklichen Gedanken habe und das... Aber ist das passiert oder nicht? Ist das das große Rätsel? Beantwortet's mir mal bitte nicht. Ich will das alles selber rausfinden. Hier, Fran, nimm deine Medikamente. Also ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr was denkt, ne? Aber nicht, wenn ihr das alles irgendwie schon wisst. Ich fühle mich nicht so gut. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh nein, bring sie zurück auf ihr Zimmer. Krankenschwester, stellen Sie sicher, dass sie nicht wiedernimmt. Die rote Pille macht dich glücklich. Oder eben auch nicht. Oder sie führt dich zurück in deine Albträume. Nimm dich die Nacht, Franbo. Da ist diese Gestalt wieder. Ich glaube, sie war an meinem Fenster. Bevor es passierte. Wenn du das Haus des Wahnsinns verlässt, werde ich dich aufspüren.
dich fangen und dich zurück in den Wahnsinn bringen. Also, dieses Monster hält mich in dem Wahnsinn fest, sozusagen. Die Medikamente werden dir helfen zu fliehen. Ich werde im Wald auf dich warten. Ich hab dich lieb. Aber das sagt mir meine Katze. Uff. Okay, wow. Kapitel 1. Mein bescheidener Tag. Ja, ich habe vorher schon gesehen, es besteht aus mehreren Kapiteln eben. Deswegen hatte ich gesagt, so vielleicht eins pro Video. Wir müssen mal sehen. Ich meine, wenn ich irgendwie geschafft bin oder so, dann, ja. So, wie wir halt Bock haben, ne? So, was ist denn hier interessant? Ich vertraue es seit Sims Deluxe keinen Clownsbildern mehr, Alter. Da ein Trauma von. Ich bin immer noch hier. Hässlicher Ort. True that. Ich muss hier wegkommen. Oh, ich hoffe, ihr könnt es. Ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Boah, Alter, die Augen. Lol. Ja, da kann ich dann in den Rest des Raumes gucken, ne? Ich weiß nicht, ob die Cam lieber irgendwie rüber soll? Soll die lieber. Oh Gott. Kein Plan, ob das besser ist. Also kann man zumindest hier sehen, wenn hier was steht. Oh, süße Melodie. Noch einmal. La 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 la. Es hat sich nichts verändert. Muss ich etwas verändern? Wir gucken mal in diese Schublade. Die ist abgeschlossen. Guter Grund, neugierig zu sein. Ist richtig. Fall sowieso. Franbow Dagenhart. Alter 10, Geschlecht weiblich. Geschichte, die Patientin wurde in der Nähe der Oswald-Anstalt gefunden, zeigte Anzeichen einer Psychose. Die Bo Dagenhart, Familientragödie. Details werden vermieden. Ich rede da nicht drüber. Augenscheinlich Dr. Marcel Dieren hat verschiedene Formen der Medikation ausprobiert und alle wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Ich vertrage gar nichts. Hoffentlich fällt mir das nicht auf den Kopf, während ich schlafe. Ey, ohne Shit. Wir können auch nichts übers Bett hängen bei uns. Da kleine Schlafzimmergeschichte, ja. Weil Lena übelst Angst hat, dass irgendwie Regale abfallen da drauf oder so. Kein Joke. Rot und klein, ihr versteckt euch vor mir. Sie redet, glaube ich, über die Pillen? Ach du meine Güte, ich vermisse dich so sehr. Ich hasse das Monster. Sie meint die Katze mit vermissen. Ich muss Mr. Midnight finden. Ich muss ihn jetzt finden. Ich vermisse mein Kätzchen. Er versteckt sich, weil er Angst hat. Er hat gesagt, die Medizin zeigt mir, wo er ist. Ja, aber ich vertrag sie halt nicht, ne? Ich schnapp mir deine Nase. Ich schnapp sie mir. Okay. Sie ist halt 10, ne? Oh. Heiliger Strohsack. Ach du meine Güte. Herr Jemine. Heiliger Bimbam, könnte man auch sagen. Fundsachen. Oh, der Haken. Ich behalte ihn, um später damit Pirat zu spielen. Foxy ist dafür. Okay, und das Fenster? Es ist nachts. Boah, wow, sieht creepy aus. Oh, guck mal, die überwachen da die Szenerie. Ich kann also nicht fliehen. Turmverteidigung. Oder war es Verteidigungsturm? Ich schätze, das ist mein Ausweg. Ich glaube nicht, dass mein Kopf durch das Fenster passen würde. Ja. Turmverteidigung. Wir haben eine verrückte Person namens Fran für euch. Oder war es Verteidigungsturm? Achso, warte mal, sie sagt das Gleiche. Ja. Ha, tja. Ich kann immer noch um es herumlaufen und schauen, was auf der anderen Seite ist. Das werde ich jetzt auch mal tun. Oh, ein Junge? Warte mal, bevor ich den belästige, gehe ich mal hier auf die andere Seite. Da ist die Schwester. Meinen Beinen geht's gut. Ja. Was sagt sie denn so? Oh, Friend, du bist wach. Gut. Wie lange habe ich geschlafen? 3 Tage vielleicht. Uff. Waren es die Medikamente? Haben sie mich so müde gemacht? Ja, sie waren's. Deswegen nimmst du sie ja jetzt nicht mehr. Ich habe was angestellt. Es ist was passiert. Ich habe was angestellt. Was ich sage. Du machst nichts als Ärger. Was ist los? Ich habe die Vorhänge kaputt gemacht. Ich habe versucht, draußen zu schauen. Habe aus Versehen die Vorhänge kaputt gemacht. Aus Versehen? Pff. Ich muss das reparieren. Folge mir. Hätte ich das nicht sagen sollen? Die ist sauer, Alter. Okay. Irgendwas fehlt. Hast du den Haken gesehen, der die Vorhänge trägt? Was ist ein Haken? Nichts gesehen. Nein, Miss, habe nichts gesehen.
Tja, jetzt muss ich was finden, um das zu reparieren, du kleines Mädchen. Gut erkannt. Steht in meiner Patientenakte. Warte mal, sie ist gegangen. Ich kann hier auch schnüffeln. Diese Pflaster behalte ich, um nicht mehr zu bluten. Schublade? Medkit? Hide. Es ist verschlossen. Okay. Warte, ich glaube. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Warum würde die Krankenschwester so etwas haben? Sie würden uns alle umbringen. Ich lasse es, wo es war. Ich muss hier wirklich rauskommen. Die Patientin schläft fast die ganze Zeit. Krass, dass das Deutsch ist. Sie wacht nun auf, um etwas zu was? Zu trinken? Aber ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnert. Nachdem sie etwas getrunken hat, schläft sie wieder ein. Sie hat fast 3 Tage keinerlei Kontakt mit irgendjemandem. Einige Kinder kamen vorbei und fragten, wann sie zum Spielen rauskäme. 8H. Huh. Okay. Die Handschrift der Krankenschwester ist ja schrecklich. Ja, true that. Igitt. Gewalttrauma kann große Auswirkungen auf ein Kind haben und ihr normales Leben radikal verändern. Zum Beispiel haben Kinder, denen ein traumatisches Erlebnis widerfahren ist, kleine, große Defizite in einigen Bereichen, wie nahen Personenvertrauen, die Welt als sicheren Ort ansehen, Entscheidungen treffen. Wegen dieser Auswirkungen können traumatische Erlebnisse zu verschiedenen Symptomen starker Geisteskrankheit führen. Andere Menschen nicht vertrauen oder sich in der Welt nicht sicher fühlen, kann als paranoid eingeschätzt werden. Tja. Okay. Ich hoffe, dass ich nicht erwischt werde. Leere Flasche, leere Gläser, nichts Nützliches. Wenn ich hier rausschaue, wieder nur ein Blick. Auf einen Spielplatz. Na, den haben wir überhin. Ich mag dieses Hasenschaukel-Dingsbums. Das macht mich ganz schwindelig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Spielplatz kein guter Fluchtweg ist. Naja, aber straight dann da zum Turm? Ich check jetzt hier meine Möglichkeiten ab, ne? Und was haben wir da? Oh, ist vernagelt. Vielleicht hat jemand schon mal versucht, aus diesem Fenster zu springen. Ist gar nicht so leicht, hier durchzusehen. Naja, aber ich habe ja jetzt gerade schon festgestellt, dass das der Spielplatz ist. Okay. Hier haben wir eine kleine Kiste. Oh, wow. Psst. Mal gucken, ob ich die irgendwie aufschließen kann. Vielleicht kann ich mit dem Haken da drin rumbohren. Das klappt wohl nicht. Ey, das ist aber eine gute Idee, oder? So Lockpick-mäßig. Ich meine eigentlich, also warum sollte ich das können, aber just saying. Okay, kleiner Teddy. Ich hoffe, jemand liebt dich. Och. Aua. Hallo, Phil. Hi. Kennst du einen Ausweg? Wie geht's dir? Yeah, wie geht's meinem guten alten Phil? Alle sagen, dass ich krank bin. Ach, die sind einfach dumm. Ja, genau. Phil, bist du auf meiner Seite? Wir müssen hier raus, Phil. Gehst du heute Nacht? Achso, das sagen sie immer. Die sind einfach dumm. Gehst du heute Nacht? Das werde ich, wenn du mir hilfst. Also heute ist der Abend. Ich weiß nur, dass das Büro der Schlüssel ist. Da ist ein Schlüssel drin? Ich habe gesehen, wie der Arzt einen Geheimcode notiert hat. Oh, ich muss also in das Büro des Arztes. Verstehe. Ist gut, mit Leuten zu reden, da kriege ich Tipps. Ein geheimer Code. Um die gelbe Tür zu öffnen? Er will nicht, dass ich es dir sage. Wer? Er. Oh shit. Oh shit, da kommt gleich was. Oh, ich wusste. Oh mein Gott, da ist er. Alle Türen sind abgeschlossen. Du bist ein Gefangener in meinem Spiel. Und niemand wird dir helfen zu fliehen. Boah, heftig. Lass mich in Ruhe, ich hasse dich. Mama, Papa, ich brauche euch gerade wirklich. Dieses Monster kann mich nicht aufhalten. Okay, ich fasse neuen Mut. Ich hätte auch mal ein blaues Kleid wie deins. Fillmore Bronstone, 8. Der Patient kam mit seiner Mutter Rachel Bronstone in die Oswald-Anstalt. Der Junge hat ein paranoides Verhalten. Die Paranoia wurde noch nicht diagnostiziert. Tägliche Behandlung von Dr. Marcel Dielen. Wir haben das Vertrauen des Patienten noch nicht erlangt und er lehnt jegliche Befragung ab. Oh, hölzerner Herr Pferd, vergnügst du dich gut? Wenn ich mich hinsetze, muss ich irgendwann ja noch wieder aufstehen. Was hat das für einen Sinn? Okay, gehen wir mal hinaus, wenn es geht. Natürlich ist es verschlossen.
die gelbe Tür, meinst du? Ich hab hier... Oh Gott. Ist das wie so eine Art Vorrichtung für eine Zwangsjacke oder so? Das ist ja finster. Ein Bett. Ein Bett! Okay. Ich kann... Wenn ich größer wäre, könnte ich sie eintreten. Bin aber nicht größer. Es muss irgendwo hier ein Code sein. Da ist wahrscheinlich der Schlüssel drin. Die Frage ist, wie kriege ich das auf? Also ich würde ja irgendwie den Haken vermuten. Aber ich glaube, ich habe so ziemlich alle Gegenstände auch parat. Hier kann ich nichts. Es macht mich wütend, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich kann aber... Boah. Warte mal. Ich habe doch hier unten etwas. Ich verstehe nur drei Worte. Fran, schlafen, Duotin. 8H. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh, warte mal. Der Code ist... Da steht H drauf. Also 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. Aber wie gebe ich den da ein? Warte. Untersuchen. Ja. Ich will ihn aber... Warte. 8. 9. 4. 5. Yes! Katrin hat gesagt, die würden mir helfen. Oh, weiß ich jetzt nicht. For real? Okay, let's go. Oh, warte mal, aber ich hab die gar nicht mehr. Liegen die da noch? Ah, warte mal, ich hab hier die Pillen. Wenn ich größer wäre, könnte ich sie eintreten. Moment, werde ich davon super stark? Zum Glück. Du kannst sehen. Ist da was anderes? Alter. Nein, dein Kopf. Natürlich ist es verschlossen. Oh mein Gott, das ist ja schlimm. Warum schaust du mich so an? Du machst mir Angst. What? Okay, ich gehe mal fort. Ich gehe mal hier hin. Guck mal, da draußen steht wer. Alter, die haben meinen Kopf. Gib mir meinen Kopf wieder, bitte. Verzieht euch einfach, ihr seltsamen Kreaturen. Uff. Entschuldigung. Bin rausgetappt. Ich geh mal hier runter. Ist das Tante Grace? Ich weiß nicht. Nein, auf keinen Fall. Das kannst du ihr nicht sagen. Aber sie muss es wissen. Du kannst mich nicht von ihr fernhalten. Der Grund ist ganz eindeutig, Grace. Ja. Nein, das ist es nicht. Ich will sie mit nach Hause nehmen, auf der Stelle. Das kannst du nicht. Frans psychische Verfassung ist noch nicht stabil genug. Du verstehst sie nicht. Sie ist ein ganz besonderes Mädchen. Boah. Alles klar. Oh, ich wach auf. Der Arzt hat keine Seele. Heute gehe ich nach Hause. Oh nein, fuchsiger Fuchs, weine nicht. Und das Kaninchen hier, der Hase? Kaninchen, wach auf. Bitte, wach doch auf. Oh, das ist krass, so das aus dieser Kinderperspektive irgendwie zu sehen. Ach du Scheiße. Boah, ist das schon übel hier. Pass auf, was du tust. Das auch jedes Detail übersetzt, das ist heftig. Also so rein in Style, nicht per Untertitel nur. Geht's dir gut? Oh, überblendend fühlt die sich. Raus mit dir, du unheimliche Kreatur. Was bist du? Sag's mir. Magst du etwa mich traurig zu sehen? Yeah. Get him. Raus mit dir. Du hast etwas Blut am Mund. Geht's dir gut? Oh, niemandem geht's dir gut, ey. Okay, wieder der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume und Mond. Aber was muss ich machen? Wo soll ich hin? Ich habe jetzt eine gewisse Info. Zum Glück. Oh, warte mal, hier sitzt jetzt dieser Schatten, den habe ich gar nicht gesehen.
Bin mir nicht sicher, was zu tun ist. Natürlich ist es verschlossen. Und wenn ich die Pillen jetzt... Oh, ich kann mich in einen gewissen Modus hineinversetzen damit. Verstehe, gehen wir die irgendwann aus? Also, Grace will mich mit nach Hause nehmen, der Doktor erlaubt es nicht. Die Frage ist, wie verändere ich die Welt? Beziehungsweise, welchen Vorteil verschafft mir das? Huh. Ich war es nicht. Guter Grund, neugierig zu sein. Was ist, wenn ich den Haken dort benutze? Funktioniert nicht. Oh, da, ich dachte jetzt. Boah, schade. Hat sich die Melodie verändert? Nee, ich glaube nicht. Den Haken muss ich irgendwo benutzen. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Huh. Nein. Okay. Soll ich vielleicht das hier reparieren schon mal? Nichts. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe die Folien kaputt gemacht. Nein. Okay, das Pflaster benutzen. Oh, warte mal. Das Pflaster benutzen, damit es nicht mehr blutet. Warte. Soll ich die heilen? Das ist unmöglich. Oh, schade. Oh, die war gar nicht abgeschlossen. Oh, what? Ach so. Ich dachte jetzt, sorry, ich muss das vielleicht gleich mal probieren. Die Form passt nicht. Oh, what? Okay. Was machen wir dann mit dem Schlüssel? Ist doch aber eigentlich ganz interessant. Wahrscheinlich dann hierhin, ne? Yeah, das muss es sein. Da ist was drin, aber was? Oh, ne Spange. Und ein Foto. Untersuchen. Ah, ich habe meine Familie. Nice. Okay. Und was ist das? Benutzt die Haarklammer. Damit könnte ich doch vielleicht hier raus, oder? Wenn ich ein bisschen... Es passt, aber da sind zwei Löcher. Ich brauche noch etwas. Huh. Ich irgendwas kombiniere. Nein. Nicht mit dem Haken auf jeden Fall. Okay, eine Sache brauche ich noch. Ich werde es mal untersuchen. Meine Haarspange, ich sollte sie gut benutzen. Ich habe doch hier was gesehen in dieser Otherworld. Ah, genau das. Aha. Sehr gut. Ich habe da nur im Vorfeld nicht drauf geklickt. Boah, ich will aber wieder zurück. Das ist mir verdammt unangenehm. Jetzt müsste ich das aber lockpicken können, oder? Zack. Mit Sicherheit. Ah, auf das Glück. Wir sind entkommen. Oh, shit. Was war das? Das würde ich auch gerne wissen. Hier ist ein Treppenhaus. Hier ist eine Toilette. Da ist niemand drin. Der Thron ist leer. Mir war nicht klar, dass alle Leute mir beim AA machen zusehen können. Ist ja ekelig. Ich kann und werde es zurückhalten. Oh, ich bitte drum. Okay. Wie haben wir die... Hier ist ein Labyrinth. Why? Warum alles in der Welt? Ah, guck mal, hier sieht man die Straps. Ich glaube, das ist nur zum Zusammenhalten dieses... Ja, Kleidchens, was auch immer sie anhat. Eieieiei. Ich hatte da ganz andere Assoziationen mit. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Hallo, kleines Mädchen. Darf ich mir vielleicht mal deine Stifte ausleihen? Ich weiß zwar noch nicht warum, aber... Hallo? Du siehst sie, das tust du doch, oder? Was? Was soll ich sehen? Die Kreaturen, die jedem folgen. Yep. Die Schatten? Ja, auf jeden Fall umgeben die diese Leute in der Pillenwelt. Hm. Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da sind.
Weißt du, was sie sind? Ja, das stimmt wohl. Sag's mir bitte. Diese Antwort machte keinen Sinn. Malst du gerne? Ich liebe Malen. Sie lenkte mal ab. Ich liebe es auch. Vertrauen zu allen aufbauen ist in solchen Games immer, glaube ich, ganz gut. Buntstift. Ein Buntstift. Ich will einen Buntstift. Ich male ständig. Was malst du da? Irgendwas? Was ist es? Meine Träume. Geh jetzt. Darf ich einen? Das gehört mir. Meine Buntstifte. Kann ich ihn haben? Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Nein. Dann kann ich nichts Grünes mehr malen. Ja, das stimmt, ne? Aber du hast so viele. Warum will ich den? Ja, viele Farben habe ich. Aber weißt du, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Schatten, ne? Oder die Stifte. Die Krankenschwestern. Sie fesseln mich. Und wenn ich malen will, kann ich das nicht. Vielleicht sollten sie dir mal zur Abwechslung irgendwie ein Blatt Papier geben oder so. Ich auch manchmal. Die binden mich fest, das tut weh. Oh, vielleicht hatte ich auch gar nicht so unrecht. Wenn ich nicht malen kann, tue ich mir weh. Dann kommt die rote Milch. Schau. Ach, scheiße. Bitte mach mich gesund, okay? Mach, dass die rote Milch weggeht. Ich schau, was ich tun kann. Kann ich ihr das geben? Die Pflaster? Oh, ich kann! Oh, sehr gut. Danke. Du kannst den Buntstift haben. Jetzt geh weg, ich muss malen. Oh, keine Ahnung, was ich damit mache, aber... Mein liebster grüner Buntstift. Das ist doch kein Buntstift, das ist ein Wachsmalstift. Das ist ein Crayon, steht sogar drauf. Okay. Dieses Bett ist sehr pink. Ja. Oh, das ist einer dieser stummen Clowns. Echte Blumen, sie riechen so lieblich. Schublade ist leer. Adelaide Fangjens, Alter 7, weiblich. Patientin, Opfer eines Übergriffs einer unbekannten Person, bei dem sie beinahe starb. Oh, scheiße. Dieses Erlebnis verursachte auditive Halluzinationen und eine Denkstörung. Dr. Marcel Dieren konnte sich der Patientin mittels Kunsttherapie nähern. Sie macht Fortschritte. Boah. Lass mich schauen. Eine rote Marionette und eine Schlange. Teddybär und viele andere Sachen. Kuscheln. Kuscheln. Alte Dame auf deinem Stuhl. Okay, dann gehe ich mal hinunter. Oh, nein! Oh, hier bist du! Du sollst auf deinem Zimmer sein. Die Tür war verschlossen. Ich habe sie mit dem Schlüssel geöffnet. Nee, dann nimmt die mir das weg. Du hast sie offen gelassen. Ich bin mir sicher, dass sie nicht offen war. Ich weiß es, dass ich sie abgeschlossen habe. Wie bin ich dann herausgekommen? Sie war offen. Versuch nicht, mich reinzulegen. Geh auf dein Zimmer und warte auf den Arzt. Zum Glück hat sie mich nicht durchsucht, also. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss rauskommen. Oh, da ist der Arzt. Du bist aus deinem Zimmer ausgebrochen. Das ist nicht nett, Fran. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Das ist wahrscheinlich richtig. Ich habe Hunger, Sir. Ich will mir deine Ausreden nicht an... Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, excuse me? Lass mich erstmal was essen. Sir, bitte. Du musst lernen, Erwachsenen zu gehorchen. Ihr großen Leute. Lektion gelernt. Natürlich, Sir. Tu es einfach nicht noch einmal, Fran. Geh und iss was. Dann zurück ins Bett mit dir. Okay. Let's eat. Hier komme ich nicht raus. Ich glaube, das ist der Ausgang, oder? Dieses Tor ist fest verschlossen. Ja, ist ja klar. Okay. Oh, hier ist ein Guard. Oder? Die Rezeption? Da ist ein Schlüssel. Der wird mich davon abhalten. Das ist das Büroschlüssel, das muss er sein. Aber wie komme ich an ihn heran? Hey, wo schaust du hin? Nichts. Der Schlüssel, kann ich ihn haben? Nee. Nee, ich will ihn mal nicht auf meine Fährte locken. Ich muss ihn irgendwie ablenken, wie die Krankenschwester. Nichts, glaube ich.
Also, kannst du denken. Sollst du drüber nachdenken, hier verdammt nochmal rauszukommen. Hä, was sagt er? Ach so, hier rauszugehen. Ja, das ist ein bisschen blöd übersetzt, glaube ich. Ich gehe, wohin ich will. Das werde ich. Tschüss. Okay, was ist dieser Raum? Hände weg von der Bürotür. Okay, hi. Hallo, geht's dir gut? Was soll das heißen? Ich wollte wissen, ob es dir gut geht. Mehr sag ich nicht. Der Arzt wird deinen Kopf aufschneiden, wenn du nicht gehst. Er isst gerne Gehirne. Meins hat er. Er hat alle meine Gedanken gegessen. Er hat sein Gehirn gegessen? Deins wird er auch essen. Ich hab dich im Büro des Arztes gesehen. Du warst tot. Oh nein, dann muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Ciao. Boah. Wait a second. Ich will diese Sachen mal in der Pillenwelt hier exploren. Oh shit, hol den Schlüssel, ja. Hier geht ein knuspriger Schweinskopf zum Servieren. Mr. Schwein ist nackt. Klebrige, blutige Teile. Oh shit. Oh, kleiner Teddy, was machst du da? Was macht der da? Wo geht der hin? Ich werde dich auslachen. Holy shit, Alter. Oh Gott. Alter, das ist schon wirklich übel, ne? Verstecke deinen Schmerz. Wach auf, Isabel, der schwarze Schatten berührt dich. Sie haben es ganz falsch gemacht. Okay, warte mal. Wie sieht das in der Realität aus? Wir waren ja gerade hier. Isabel? Sie wacht nicht auf. Hallo, was machst du? Das funktioniert nicht. Das Papier funktioniert nicht. Was meinst du? Das Papier sollte funktionieren, so wie sie es gesagt haben. Was macht das Papier? Das muss mir zeigen, was auf dem Fernseher ist. Wieso funktioniert das nicht? Die Schallwellen müssen stark sein. Wechsel den Kanal, bitte. Oh, ich habe keine Fernbedienung, die muss ich finden, ne? Okay, ich gucke mal. Actionfiguren. Könnte einer von euch mir helfen? Ach, lol. Kleines Papierboot bringt mich zum Meer und noch weiter. Oh! Und welchen Kanal willst du? I don't know. Irgendwie, wo was läuft, oder was? Das funktioniert immer noch nicht. Papier sehr negativ. Nochmal wechseln. Ist also egal, was da drauf ist. Verlieren die Schallwellen. Wechsel den Kanal. Okay. 8. Das funktioniert. Wieso funktioniert das? Ist ein Wunder. Danke, Papier sehr positiv. Toll. Kann ich sehen? Ich frage mich, was da drauf ist. Nein, das ist meins. Wenn du willst, kannst du die Blätter nehmen, die nicht funktioniert haben. Ich kann es wohl benutzen. Danke. Ich kann das Papier zum Schreiben oder Malen verwenden. Ich bin beschäftigt. Papierseherinnerungen im Gange. Okay, ich kann es also nehmen? Yeah, jetzt kann ich was schreiben oder malen. Okay, dann werde ich mal das mit dem kombinieren. Ich weiß gerade nicht, was ich malen soll. Okay. Bin gespannt, wo wir den Haken zu brauchen. Elefantzür, du bist sehr pink und weich. Okay, einige Sachen. Warte mal, den Mantel vielleicht. Ich weiß immer nicht, was interessant sein soll. Oh, da haben wir was! Die pinke Schärpe. Oh, what? Sorry, das... Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich probiere einfach aus. Okay. Nutze Schärpe mit verzierten Haken. Was kann ich damit machen jetzt nochmal? Es ist wie eine Hand ohne einen Arm. Ich kann damit also irgendetwas rausfingern irgendwo, sozusagen. Gibt's hier noch sonst was? Durchhalten. Okay, ich glaube nicht. Und was ist hier drinne?
meine Krankenschwester, sie ist gestorben. Was haben wir hier? Schokolade? Hm, lecker. Wer sitzt da? Typ mit der Jason-Maske. Sie verstecken sich, weil... Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Das Sofa, auf dem man sitzen kann. Die Uhr, da ist bestimmt was Interessantes. Nee, auch nicht? Diese zwei Welten hier, das überfordert mich ein bisschen. Sie sind tot. Bitte sag mir, ob du mich hören kannst. Okay. Nochmal von Anfang an. Ich würde mir ja was zu essen holen. Hallo? Hallo, Fran. Wie geht's dir heute? Ich sehe tote Tiere. Miss. Du meinst im Fernsehen? Nein, echt jetzt. Warum hat er diese Maske auf? Oh mein Gott. Sehr wohl, Fran. Spiel's und... Geh jetzt und spiel mit deinen Freunden. Nein, ich meine wirklich... Ach, egal, vergiss es. Okay, ich kann was zu essen holen? Oh, eine Zimtschnecke. Die würde mir gerade so auf der Zunge vergehen. ja. Okay. Was haben wir hier? Ich frage mich, ob diese Nudeln heute gekocht wurden, so wie es aussieht, nicht. Der Salat sieht frisch aus. Soße, Milch, etwas Limonade. Hey, Annie, wie geht's dir? Hast du keine Angst vor mir? Nein, warum? Ach, die Armen, ey. Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Zeig doch mal. Ach, das ist sehr gruselig. Mach du es lieber. Ich bin ja kein Zauberer. Ich kann dir das magische Zeug geben. Oh ja, gib mir Dinge. Dinge, die ich benutzen kann. Wirklich? Wuhu, das magische Zeug, was jeden einschlafen lässt. Oh, ihre Medizin. Oh, den Wächter. Oh, jetzt muss ich ihn bezirzen mit der Zimtschnecke und dem Schlafmittel. Ah, ich weiß, worauf das hier hinausläuft, oder? Das ist unglaublich. Gewaltig und großartig. Ich schenk's dir. Nimm es aber langsam. Oh. Oh, shit. Wie funktioniert das? Ich meine, ist eigentlich klar, oder? Aber so als 10-Jährige. Keine Ahnung. Hm. Oh, Gott. Wo geht sie denn hin? Also irgendwo anders hin, offensichtlich. Ich bin hier noch nicht fertig. Was haben wir hier? Schokolade lecker. Ich mag keinen bitteren Kaffee. Das Menü des Tages. Hm, Pasta. Aber, naja, egal. Mr. Midnight, bist du hier? Sie weiß doch, dass er im Wald ist. Hallo, bist du neu? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein. Kommst du von unten? Was ist denn unten? Mhm. Sie glauben, dass es mir jetzt besser geht. Wie heißt du? Könntest du mich bitte umbringen, bitte? Oh, scheiße. Ich muss los, ciao. What the fuck? Das Signal ist komisch. Ich guck mal hier weiter. Was haben wir da? Annie trinkt liebend gern Milch wie ein Kätzchen. Fass mein Schwert nicht an! Boah, ey, so als Kind ist so ein Wanderstock mega cool, ne? Also ich mochte das. Also hätte ich einen gehabt, so um einfach irgendwie, weil es halt ein gerader, stabiler Stock ist, wisst ihr, was ich meine? Ich wusste nicht, dass es deins war. Sorry. Du sollst dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin der König. Ich verneige mich vor dir. Mitspielen ist smart. Nun gut, mein Kind, was ist der Anlass deines Besuchs? Ich will deinen Gehstock. Welcher Gehstock? Meinst du mein Schwert? Ja, eure Hoheit. Aha. Da komme ich dann bestimmt an den Schlüssel. Was würdest du mir dafür geben? Alles, was du brauchst. Was braucht er denn? Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann werde ich dir mein Schwert überlassen. Shit, Alter. Okay. Wo sind mein Schloss und mein Schwert? Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Manchmal bietet eine geschlossene Tür mehr als eine offene. Oh Gott, als ob der das labert. Alles klar. Das will ich nicht, ich habe keinen Hunger. Diese Tür ist nachts immer verschlossen, ich kann nicht rausgehen und spielen. Okay, warte mal. Ich rede mal mit Ihmchen hier nochmal.
dir doch gesagt. Oh, was? Ein Kuss für den Schlüssel. Na, was sagst du? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Schau, Mädchen, wenn du weiterherkommst, werde ich mich nicht mehr unter Kontrolle haben. Holy shit. Warum kommst du immer wieder zu mir? Liebst du mich etwa? Okay, ich kombiniere mal das Schlafmittel mit dem Bann. Ja, ist jetzt ein magischer Kuchen, ein müde Kuchen. So ein Scheiß. Oh Gott. Och, das Marlin-Pferd und ein Schloss. Ich dachte, jetzt muss das Schaukelpferd irgendwie runterschleppen. Boah, daran hätte ich jetzt nie gedacht. Ich wollte es einfach nur nochmal probieren. Ja, zum Glück stehe ich auch richtig hier. Bitteschön. Süß. Das ist wunderbar. Genau das, wovon ich geträumt hatte. Du kannst mein Schwert haben, es gehört jetzt dir. Ach, ist doch süß. Okay. Warte mal, das ist ja wie eine Hand ohne Arm, ne? Kann ich das kombinieren? Oh, geil. Jetzt komme ich an hohe Gegenstände heran. Ich werde das den Grab-O-Matic 2000 nennen. Ja, geil. Das Ding ist... Der Guard, ne? Was mache ich denn dann damit? Also, ich muss ihn ja irgendwie... Was haben wir hier? Schokolade? Ja, warte mal. Ich habe ja schon einen Bann. Und da kriege ich auch einen normalen? Vielleicht kann ich ihn... Ich hatte schon eins. Ah, shit. Okay, aber wie? Vielleicht muss ich das auch gar nicht machen, aber... Warte mal, er wird mich jetzt davon abhalten, das zu tun, ne? Benutzen. Hey, gib mir das! Du kannst diesen Schlüssel nicht haben. Oh. Das war so klar. Das ist mein Grab-O-Matic. Du kannst es mir nicht wegnehmen. Gib ihn zurück. Halt den Mund. Ich mache hier die Regeln. Dieses Spielzeug behalte ich jetzt. Ich werde es mir zurückholen. Warte, bis du gehst. Du Mistkerl, ich werde es mir zurückholen. Tu doch, was du willst. Ich werde diesen Stuhl nie verlassen. Oh, jetzt habe ich das nicht mehr. So ein Scheiß. Eine Zimtschnecke ist sie. Ist das verdächtig, ey? Ich habe dir diese Zimtschnecke mitgebracht. Ich will keine Schwierigkeiten. Ach so, vielleicht als Entschuldigung. Ich habe kein Interesse daran, irgendwas von dir anzunehmen. Du wirst es bereuen. Oh, das klingt so suggestiv, scheiße. Der ahnt es doch. Wie auch immer, dein Pech. Sie ist sehr lecker. Oh, na gut, leg sie auf den Tisch, ich esse sie später. Frisch aus dem Ofen, ja, muss sie gleich essen. Yes! Nimm sie jetzt. Na gut, lass mich das mal probieren. Der muss doch ahnen. Oh! Mein Grab-O-Matic. Kehre zum großen Schöpfer zurück. Nice. Okay, jetzt kann ich den Schlüssel nehmen. Geil. Ich kann das Büro aufschließen. Oh, awesome. Warte mal. Bevor ich das mache, kann ich mir aus dem TV-Room noch ein Blatt Papier holen? Vielleicht brauche ich das. Oh, nee, kann ich nicht. Schade. Ich darf nur eins haben. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht das Timing versaut. Yes! Okay, was haben wir hier? Da ist der Schlüssel. Ist immer gut, einen zusätzlichen Schlüssel zu haben. Untersuchen. Benutze gestohlener Schlüssel auf... Nee, ich will es untersuchen. Okay, keine Ahnung wo. Vielleicht dort hinten oder so. Okay, warte mal, das Büro kennen wir ja. Keine Bilder, lustige Rätsel. Da. Gelbe Schreibmaschine. Uff. Was Interessantes? Das habe ich schon mal gesehen. Was bedeutet das? Ein Pentagramm halt. Dr. Marcel. Alarm am Sicherheitsumfeld der Rezeption ausschalten. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein, dann ist sie wieder alarmgesichert. Code.
17. Dezember, also 1712 oder 2507, ich weiß nicht. Also 17. Dezember ist ein zweistufiger Code. Warte. 17. Dezember. Vielleicht, also plus? Ich weiß nicht. Oh, warte mal, hier steht 29. Ich muss die addieren, ne? Ah, und Juli, also sind 32. Verstehe. Also, okay, ich habe einen Code. Ich habe einen Code. Testtag. Jeder Tag ist Testtag. Oktober und November. Jetzt ist es wohl Oktober. Was steht hier? Was für eine winzige Schrift. Gedanken von Marcel Dieren. Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Wo kann ich da rein? Oh, scheiße. Da bin ich! Das tote Mädchen sieht ein bisschen aus wie ich. Ah, die andere hat's auch gesehen, das Mädel. Da im Flur, ne? Obwohl deine Augen geöffnet sind, kannst du es nicht verstehen. Shit. Ich denke, da muss wohl ein Loch hinter sein. Ein Windloch. Aber wie kriege ich das auf? Doch nicht mit dem Schlüssel. Bin schlau genug, um eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Muss ich da nicht rein? Oder irgendwas finden bestimmt? Ich liebe es, Briefe zu öffnen, aber das ist nicht für mich. Oh shit! Phil. Ein vergessenes Mädchen ohne Familie oder Kater wird sterben, wenn der Mond kommt. Was meinst du? Creepy, Alter! Oh no! Jetzt muss ich aber da raus. Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Warte. Daraus strömt frische Luft wie der Wind. Oh! Ist offen. Oh, shit. Das Windloch ist wohl mein Rückenwind. Ich frage mich, ob Phil davon wusste. Mein Rücken, ich weiß nicht, was da stand, sorry. Diese Ratte, sie hat sich wirklich den Kopf gestoßen. Ich sollte ihr einen Helm schenken. Ach, die ist so fucking unschuldig, ne? Ich gehe einfach weiter und weiter. Das war klar. Oh, ich bin im Keller. Meine Güte, wo bin ich jetzt? Das muss ich vorausfinden. Bevor ich hochgehe. Wenn ich eine Hexe wäre, könnte ich von hier wegfliegen. Ist das Waschbecken was? Kein Wasser, um mir die Hände zu waschen. Oh, eine Kiste. Lass mich hineinsehen. Rote Pillen. Vielleicht die Tabletten. Nehme sie mal, um mein Katerchen zu finden. Dings ist unser momentanes Subjekt. Ist das meine Nummer? Ich weiß es nicht. Reaktion des Subjekts positiv. Vergrößere jetzt die getriggerte Drüse. Erhöht auf 1700. Behälter wechseln, damit es wie eine zugelassene Duotin-Variante aussieht. Oh, das Medikament ist gar nicht zugelassen. Die sehen spaßiger aus als die roten. Ich könnte sie mal probieren, aber ich will nicht. Die Handschuhe sagen mir gar nichts. Alle Krankenschwestern tragen Handschuhe. Abgekratztes Etikett. Krass. Die machen hier medikamentöse Experimente, Alter. Putzmittel, wir sollten unsere Toiletten putzen. Schwämme, Waschlappen, tausende Chemikalien. Da ist nichts unter der Decke. Ich kann ja auch sonst nicht weiter. Ich gehe mal hinauf. Ist abgeschlossen. Vielleicht den Schlüssel? Oh, ist das hoffentlich so eine... Oh mein Gott! Wenn du dich wehrst, weißt du, dass ich es war. Ich werde in jeder Ecke lauern, um dich leiden und weinen zu lassen. Wenn du dich weigerst, wird das Leben deines Katers drunter leiden. Na, geh nicht auf Katze, Alter. Oh, Mann. Oh, mein liebes Katerchen, bald werden wir wieder vereint sein, versprochen. Ich vermisse dich, mein Liebes, ich vermisse dich so sehr. Warum gehst du fort? Lass mich nicht allein, Mr. Midnight. Oh, es geht ins Labyrinth. Am Ende des Labyrinths, Fran.
Alles klar. Da muss ich also hin? Ich bin schon wieder ohnmächtig geworden. Das Monster lässt mich nicht nach Hause gehen. Aber wenn ich das Labyrinth finde, kann ich vielleicht Mr. Midnight finden. Okay. Habe ich den Schlüssel noch? Ja, den habe ich noch. Dann brauche ich ihn also auch noch. Holy shit. Der Operationssaal, da will ich nicht reingehen. Same. Was ist da drin? Die armen Mädchen. Ich hoffe, sie werden bald gesund. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Hallo, machst du ein Nickerchen? Du hast dich übergeben, wie ekelhaft. What the fuck? Scheiße, Alter. Du kannst den Unwissenden nicht die Schuld geben. Mein Weg zum Leben wurde mir verwehrt. Ich gehe nochmal kurz runter. Kann ich das? Nur um zu gucken. Oh! Lügen in einer Box. Jetzt kann ich nicht zurückgehen. Okay, da bin ich runtergefallen. Gut, ich denke, ich weiß nicht, was ist hier? Okay, das Gleiche. Oh, heftig. Das schickt mich maximal, Alter. Oh mein Gott. Patient Robert Clark, psychochirurgische Prozedur, Lobotomie. Ah, Lobotomie ist... Das war eine gängige Behandlung früher, wo sie die irgendwie mit so einem... mit so einer großen Nadel irgendwie Teile des Gehirns irgendwie bearbeitet haben und, naja, hatte ich halt von Zuständen... Das wurde halt schnell gemacht. Und es sollte die Leute, die... Es sollte halt Leute beruhigen und entspannen. Es hat halt mehr oder weniger Zombies zurückgelassen. Man hat halt die Leute sozusagen behindert gemacht in dem Sinne. Richtig, richtig krass. Es war lange Zeit gang und gäbe. Patient wachte bei Erreichung des Frontallappens auf. Prozedur wurde unvollständig abgebrochen. Ach du Scheiße. Boah, ey. Ja, ich habe die neue nach oben gebracht. Fran Bo? Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Naja, nein. Das Büro des Arztes? Da hat er immer den Schlüssel aufbewahrt. Ganz ruhig, Schlüssel ist nicht hier. Sicher, ich lasse dich wissen, wenn er auftaucht, aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde. In Ordnung? Bis dann. Da ist die gelbe Tür. Meine Güte, ich kann das nicht glauben. Ich bin schon im Empfangszimmer. Das ist großartig. Miss Krankenschwester... Ich hoffe, dass du bald auf Toilette musst. Ich kann hier nicht vorbei, ne? Krankenschwester, ich muss sie loswerden. Was soll ich tun? Tja. Das ist die Frage. Vielleicht, wenn ich hier die Pillen einwerf? Oh, wow. Am Ende des Labyrinths. Meine Güte, geht's... Oh, scheiße, Alter. Ist das deine Mama, die da oben hängt? What the fuck? Der Schlüsselhalter hält keine Schlüssel mehr. Ich erinnere mich nicht mehr an Tante Grace's Telefonnummer. Oh, ich kann sie nicht anrufen. Genau das hat Mr. Midnight mir gesagt. Ja, da finde ich meine Katze. Ah, ich werde zurückgebeamt. Ja, wie kriege ich sie jetzt dazu, dass sie das hier verlässt? Warte mal, da hängen keine Schlüssel mehr. Das könnte ich machen, aber die Krankenschwester würde mich sehen. Na, dann muss ich das... Warte, dann muss ich das in dieser Welt machen. Krass. Oh ja, sie tut's. Oh! Hoffentlich sieht die Krankenschwester den Schlüssel. Ja, und dann geht sie, weil sie den zurückbringen muss, weil da hat ja gerade wer angerufen. Ach, der Schlüssel war also doch hier. Ich nehme ihn lieber mit.
Oh, oh, geil. Okay. Was ist das hier oben? Oh, vierstelliges Passwort eingeben. Das war das vom Zettel, ne? Okay, Augenblick. Wir haben ja die Zeit. Also, wenn ich die addieren muss, wenn das hier eine 29 ist, ja, also 17 plus 12, ne, also 19, sind 29. Das kann man hier fast ein bisschen erkennen. Also 2, 9 und 3, 2. 2, 9, 3, 2. Richtig? 2, 9, 3, 2. Oh ja, ich bin die Beste. Nur die Allerbeste. Okay, ich gehe raus. Die sollten mich nicht sehen. Ist nur 2 Minuten geöffnet. Ich bin draußen! Oh, shit. No, 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 no! Du kleine Schlampe, dafür wirst du bezahlen! Oh! Oh! Du schlaues kleines Mädchen. Glaubst du, du... Wow, sorry. Glaubst du, du kannst einfach gehen? Was, das kann nicht sein, nein! Oh, wer zieht sie zurück? Mein Kätzchen! Was? Lol? Was für eine merkwürdige Szene. Ich muss zum Labyrinth gehen. Oh, ich folge meinem Kätzchen. Pillen kann ich hier nicht benutzen. Was ist jetzt mit dem passiert, Alter? Oh, er kommt. Das war nur eine Einbildung. Krass, jetzt bin ich wirklich hier. Und ich habe mich noch gefragt, warum sollte... Ach, scheiße. Okay. Eine Art Minigame. Boah, wo? Kann ich das einsammeln hier? Nee. Muss ich bestimmt von irgendwas fernhalten. Ich habe keinen Plan, wo die Katze hin ist, by the way. Oh! Oh, da ist was! Das darf mich nicht sehen. Oh, shit! Okay, okay, okay. Geht es da immer wieder zurück? Da komme ich nicht weiter. Okay. Ja, aber hier gehe ich jetzt wieder zurück, richtig? Oh nein. Ich habe leider mein Kätzchen verpasst. Schade. Oh shit. Irgendein anderer Weg. I don't know. Hier lang vielleicht, ja. Ist auf jeden Fall was. Ich habe hier ein gutes Gefühl bei. Oh. Nice. Wie groß das ist! Okay, ja, das wird falsch sein hier. Oh no! Fuck! Oh, ich wollte gerade ausweichen. No! Okay, das Kätzchen ist zu schnell. Boah, ich tapp immer raus, sorry. Ich hab's schon auf Vollbild gestellt, aber das Spiel... Das lässt mich das nicht irgendwie so machen, dass ich da nicht raustappen kann. Ist ein bisschen ärgerlich. Okay, shit, warte mal, wo war denn das jetzt nochmal? War hier auf der anderen Seite. Oh, der hat mich gesnackt einfach. Die Sau. Ich muss hier rum. Ja, wenn er weg ist. Jetzt. Yeah. Aber ich denke, ich war schon auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt nur ein bisschen ärgerlich. Aber wir sehen zumindest, was passiert, wenn es uns kriegt. Okay. Hier lang? Nee, warte mal, da kam ich her, ne? Ah, das war hier. Hier kam ich nicht weiter, glaube ich. Ja, genau.
Okay. Jetzt mal hier lang. Was ist das? Ist egal. Nur die Katze finden, das zählt. Und lieber vorsichtig sein. Hier ist sie auch nicht, oder? Versteckt sie sich? Nein. Ist nur eine Sackgasse einfach. Aber das ist irgendwie eine coole Abwechslung hier tatsächlich gerade. Oh, shit. Geh weg. Oh, Mann. Es kommt gleich wieder zurück. Wait, hier war ich aber auch schon. Richtig? Nee, war ich nicht. Oh, no, no, no. Ich muss hier in diese kleinen Aussparungen. Als ob das funktioniert. Als ob das Ding mich da nicht sieht. Ist hier noch eins? Nee. Oh, hier. Hab's geschafft. Am Ende des Labyrinths wirst du sie finden. Ja, aber ist das so? Das böse Ungeziefer der Nacht. Oh no. Sie werden dich jagen. Sie werden lachen. Aber da kommt ja mein einziger Freund zur Rettung. Es wird immer auch eine gute Seite geben. Es ist so hoffnungsvoll. Eine Katze voller Nüsse und Schrauben. Wird dich stets begleiten. Oh, mein Foto. No. Sie verzerren meine Erinnerungen an glückliche Zeiten. Ich verstehe die Bildsprache. Oh, 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 oh. Kapitel 2, Teil 1, Symptome der Neugier. Das war's mit Chapter 1. Wahnsinnig interessant. Du meine Güte, das war knapp. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Oh, ich krabbel da raus. Ich hoffe, die Wachmänner finden die Kanalisation nicht. Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight bald. Krass, Alter. Okay, ey, ihr Lieben. Huh, Dankeschön. Wir speichern auch mal. Habe ich ja noch gar nicht gemacht. Wusste gar nicht, dass man das muss. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf dieses Spiel, ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde es auch sehr, sehr verstörend. Aber ich weiß, viele von euch wollten das sehen. Ihr mögt das aus gutem Grund. Es ist sehr, 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 sehr schön gemacht. Also liebevoll in seiner Handwerklichkeit, sage ich jetzt einfach mal so. Nicht seine Atmosphäre, das auf keinen Fall, aber naja, ihr versteht mich schon und wir verstehen uns auch beim nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid, hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein und macht's gut.